von Deutschland aus mit einer Tasche und einem Rucksack. Sprich, werden wir einfach irgendwelche Bänder holen, das aufschnüren und dann let's go. Ich bin so glücklich. Ich hab das Motorrad jetzt reserviert. Ist das jetzt schon meins? Ist das morgen meins? Ist es auf jeden Fall jetzt meins? Lo que incluye la primera mantención es genau, so sind wir jetzt hier im Shop drin. Ich bin aufgeregt, es sind einfach so schöne Motorräder. Aber was ich gerne haben möchte, ist das Bike hier. Und ihr wisst ja, dass Rot meine Farbe ist. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das gestalte, aber ich denke, ich werde die Festics, whatever, irgendwie werde ich die Rot bekommen, dass das mit meiner Kombi übereinstimmt. Und ganz wichtig, hier ist ja schon Gepäckträger drauf. Ich bin losgeflogen von Deutschland aus mit einer Tasche und einem Rucksack. Sprich, werden wir einfach irgendwelche Bänder holen, das raufschnüren und dann let's go. Ich weiß gerade gar nicht genau den Preis. Ich glaube, das lag bei 2300 Euro. Ich werde mich da nochmal gleich schlau machen und schauen, ob das jetzt mein Motorrad werden kann. Ich bin da auch der Meinung, das muss nicht immer 500 Kubik haben, das muss nicht immer whatever, das kann ja auch bis 1200 gehen. Ich bin da jetzt ganz glücklich mit einer 125er Yamaha. Ich möchte die Natur sehen, ich will was Leichtes haben, ich will Schotterwege fahren, wo ich mir selber helfen kann, für den Fall, dass die Maschine mal umkippt, dass ich sie auch alleine wieder hochbekomme. Und da komme ich, glaube ich, auch ganz gut mit den Füßen auf den Boden. Ich habe meinen Kickstarter und trotzdem kann ich die Maschine auch über den E-Starter anbekommen. Was mir ganz gut gefällt, das hat mir bei der XT damals in Afrika doch ein paar Beschwerden gemacht. So, jetzt sieht man hier das Bike, sorry für die Maske, aber das muss natürlich auch hier in Chile so sein, wenn man viel reisen ist. Und oh, ich lief's jetzt schon. Komm richtig gut mit den Füßen auf den Boden und das ist auch das erste Motorrad, was ich mir kaufe, wo ich mit beiden Füßen auch mit der Hacke auf den Boden komme. Ja, 125er müssen nicht unbedingt schlecht sein. Boah, ich bin gespannt. Ich glaube, hier hat auch einen richtig guten Wendekreis. Das Bike wird jetzt reserviert und dann nehme ich euch weiter mit, wie sich das entwickelt. Wie läuft das mit einer Steuernummer? Muss jemand für mich bürgen? Läuft das über einen anderen Namen? Wie funktioniert das, dass ich hier mit dem Motorrad durch Chile reisen kann? So, jetzt kann ich meine Maske hier auch wieder entfernen und ich bin so glücklich. Ich hab das Motorrad jetzt reserviert und soweit ich das verstanden habe, ist das jetzt schon meins? Ist das morgen meins? Ist es auf jeden Fall jetzt meins? Und ich werde einfach jetzt mit der 125er durch Chile fahren. Das ist so geil. Ja, da bin ich auch ganz doll aufgeregt und nehme euch natürlich mit. Und ich stelle es mir so cool vor. Ich möchte ganz gerne mir einfach so eine Rolle kaufen. Wie nennt man diese Dinger, die man so an der Hand hat? Rollroll. Und möchte mir rote Farbe kaufen und dann will ich einfach diese Plastics rot vermalen, damit ich wieder diesen Ranz habe, den ich so sehr liebe. Und dann let's go for it und sehen, wo der Weg hingeht, ohne Plan. Ich hätte ganz gerne den Süden nochmal, weiß aber gar nicht, ob ich wirklich ganz runterfahre in den Süden von Chile, weil ich das ganz nett finde, auch mal was anderes als die kalten Regionen zu sehen. Das habe ich ja jetzt in Norwegen am Gletscher genug gehabt, da am Nordkap. Und werde einfach schauen, wo es mir gefällt, werde die Wege finden. Der Weg ist das Ziel, sagt man so schön. Und nehme euch mit. So, das war gerade einfach mit meinem Motorrad hier. Der schnellste Kopf meines Lebens. Wir waren keine 5 Minuten drin. Und zack, boom, war es schon meins. Und naja, was darf ich fehlen, das Rot. Und da haben wir uns gedacht, gehen wir doch direkt mal in den Baumarkt. Und ich finde, das ist ein schönes Rot. Aber wisst ihr, was ich jetzt noch entdeckt habe? Das ist auch eine schöne Farbe. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren abstimmen, was ihr meint. Soll ich die Farbe nehmen oder die Farbe? Aber es passt natürlich schon zu meiner Kombi. Ich tendiere da selbst zu Rot, habe mich aber jetzt tatsächlich schockverliebt auch in das Hellblau oder was das hier ist. Und möchte ganz gerne wieder diesen ranzigen Weg gehen
Und ist natürlich auch nicht ganz so dämlich, wenn ich denn reisen bin, dass ich da einfach meine Sprühflasche dabei habe, das ganze Ding rot ansprühe und einfach weniger reich wirke und vielleicht die Chance ein bisschen minder, dass ich da ausgeraubt werde und man einfach meine ganze Karre mitnimmt. So, Tag 2 ist jetzt herangebrochen. Ich bin aufgestanden, ich bin wahnsinnig übermotiviert. Heute wird das Motorrad abgeholt. Wir kümmern uns darum, ja, beim Finanzamt, wie bekommt man die Steuernummer, wie lange dauert das momentan, das Motorrad anzumelden. Und hier hinten sieht man schon die Karre, mit der es gleich losgeht, um das Motorrad abzuholen. Ich bin aufgeregt. Boah, wie wunderschön ist das bitte. 50 Hunde auf einem Fleck, die Hühner. Und dann das gute Auto hier, die gute Karre, mit der wir das Motorrad abholen werden. Und dann mal schauen, wie lange das hier in der Corona-Zeit dauert, dass man das Motorrad anmelden kann. Ich sitze jetzt hier gerade im Auto. Schaut mal, hier wurde einfach gefrorener Fisch gegen die Scheiben geklatscht. Einfach runtergeschmissen von der Brücke. Das kann auch echt anders ausgehen. So, hier sieht man jetzt meine Maschine. Die wird jetzt nochmal aufarbeitet. Einmal alles sauber gemacht, Öl reingefüllt, Benzin reingefüllt. Einmal durchgepustet. Und dann wird die gleich aufgeladen hier. Ich bin aufgeregt. Das ist einfach mein eigenes Motorrad jetzt hier. Richtig schön, das so zu beobachten. Die agenda la hora por internet. Tengo que sacar una hora. Tiene que agendar una hora. Maschine vor mir stehen. Wir haben sie jetzt gekauft. Leider war das mit der Steuernummer alles viel, viel komplizierter. Ich muss einen Bürgen haben, sprich ich muss einen Einheimischen finden, der ja für mich bürgt. Oder aber ich lasse das alles über einen anderen Namen hier laufen, über den guten Jens hinter mir. Danke dafür, dass ich hier solche Hilfe bekomme. Und jetzt habe ich das Motorrad hier tatsächlich und jetzt schieben wir das mal gleich oder tragen wir mal zusammen hier auf diesen guten Transporter hinter mir. Und ich schiebe die schon mal so in Richtung Transporter. Aber was ich jetzt direkt noch merke, sie ist so wahnsinnig leicht und die hat einen so guten Wendekreis, was ich sehr liebe, weil wenn ich liebe es, Offroad unterwegs zu sein. Und wenn ich dann natürlich mit der Maschine auch einfach Schotterwege lang fahre, habe ich nicht solche Bedenken, wenn ich mich auch mal hinlege, dass ich die Maschine wieder hochbekomme. Und da ist es natürlich auch schön, wenn du einen guten Wendekreis hast. Genau, jetzt kommen die Jungs hier schon und dann wollen wir mal schauen, ob wir das zusammen hier hochgehoben bekommen. Und mein Schuh ist gerade kaputt gegangen. Scheiße. Ja gut, wir lieben den Ranz und so ranzig wird auch die Maschine am Ende werden. Top. So, jetzt wird die Maschine hier angepackt von den guten Jungs und auf den Transporter geschoben. Ich bin mal gespannt, ob die das mitmacht. Wir haben hier vorne nicht eine richtige Sicherung oder whatever, einfach nur ein paar Ratschen. Wenn da jetzt die Bollen raufkommen, dann ist das so. Okay, ciao. Ciao. Merci. Merci. Ciao. Ja, da steht die Gute jetzt auf dem Transporter. Ah, das sieht schick aus. Cool. Das war so eine Dokumentation für die Versicherung. Ja. So, jetzt ist das Motorrad hier fertig befestigt. Die gute Yamaha steht oben auf dem Transporter drauf. Unsere Befestigung ist 1A, sage ich dazu nur. Das Ding wird jetzt nach Hause gefahren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich darf die ersten 5 Tage ohne Nummernschild fahren bis zur Anmeldung und bin da doch sehr aufgeregt. Ich könnte heute schon fahren. Und das nächste Video, ja, da werde ich die Karre dann aufbereiten. Ich werde sie rot lackieren. Keine Ahnung, was ich eigentlich alles so mache, aber da nehme ich euch dann mit. Deswegen bleibt dran und auf Wiedersehen. La 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 la